Bereits heute leben 7 Milliarden Menschen auf der Welt und seit 2007 zum größten Teil in Städten. Damit diese Menschen weiterhin Zugang zu gesunder und reichhaltiger Nahrung haben, sind neue Anbauflächen für die Produktion unserer Lebensmittel nötig. Standpunkte verändern steht im Fraunhofer-Konzept Infarming für die horizontale Verschiebung der Landwirtschaft zurück in die Stadt und vertikal hinauf auf die Dachflächen. In Deutschland ist eine gebäudeintegrierte Landwirtschaft auch unter dem Gesichtspunkt der Versorgung mit regionalen Produkten für den Verbraucher sinnvoll. Technologien zur Abwärmenutzung sind für zukünftige gebäudeintegrierte Gewächshäuser von besonderem Interesse. Durch die entstehende Abwärme in vielen industriellen Prozessen, bei der Gebäudebelüftung oder auch in großen Computerserverräumen werden bei dem Gemüseanbau die Betriebskosten drastisch reduziert. Die für die gebäudeintegrierte Landwirtschaft bekannten Instrumente werden im Rahmen des Infarming-Konzepts weiterentwickelt, vernetzt und in örtlich angepasster Weise eingesetzt.